Die Tage werden kürzer. Draußen wird es ungemütlich. Zeit für ein Kopfkino. Herzlich willkommen bei Hör mal zu und danke für dein Like. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Wir treffen uns nur, wenn es Leichen gibt. Woran ist sie gestorben? Kein Zweifel, Genickbruch. Die Frage ist sie gestürzt? Oder geschubst worden? Ja, das fällt natürlich auf. Abseitsspuren auf dem Teppich. Sie ist vielleicht überhaupt nicht gestürzt. Schwerer Schlag ins Genick und dann hat sie eine... Hergeschleift, damit es wie ein Unfall aussieht, ja. Aber es ergibt keinen Sinn. Glauben Sie, dass Sie noch lange brauchen werden? Genau so lange, wie es dauert. Ja, ist ja gut. Wer würde ein spätes Mädchen von 80 umnieten wollen? Und noch nicht mal reich. Sie war früher Lehrerin. Wer hat uns gerufen? Die alte Dame, die gegenüber wohnt. Sie denkt, dass es Mord ist. Aber selbstverständlich war es Mord. Als Emily gegen 6 nach Hause kam, habe ich gleich gesehen, dass was nicht stimmte. Und woran genau konnten Sie das sehen, Miss Bellringer? Sie hat zum Beispiel die Tür zugeschlagen. Es ist nämlich so, manche schließen Türen und manche werfen sie mit Gewalt zu. Emily war ein Türenschließer. Und das ist alles? Ihr Dreirad abgeschlossen hat sie auch nicht. In dem Punkt war Emily sehr pingelig. Sie hatte Angst vor Dieben. Wie wohl jeder heutzutage nichts für ungut, Chief Inspector, aber... Wenn sie ihr Fahrrad einfach so stehen ließ, musste etwas im Busch sein. Und Sie haben keine Ahnung, was sie aufgebracht haben könnte? Nein, ich sag doch, zuletzt gesprochen habe ich mit ihr, als sie in den Wald wollte. Auf der Suche nach dieser Blume. Der blattlose Widerbart. Das ist eine Orchidee, keine Blume. Wir haben seit 7 Jahren keinen mehr gefunden. Und weil ich ihn damals gefunden habe, musste Emily mich zum Tee einladen. Das war so ein kleiner Wettstreit. Vielleicht hat sie nichts gefunden. Vielleicht war sie deshalb so fertig. Das wage ich zu bezweifeln. Wenn Miss Simpson diese Pflanze fände, würde sie sie pflücken? Oh nein, wir markieren und fotografieren sie. Wir haben Markierungen, rote Schleifen für sie und gelbe für mich. Wirklich schön. Da lag doch im Wohnzimmer von Miss Simpson eine Kamera. Prüfen lassen, ob ein Film drin war. In Ordnung. Vielen Dank jedenfalls, Miss Bellringer. Sie werden das doch untersuchen, Chief Inspector, weil ich weiß, dass da was nicht stimmt. Wir untersuchen es, Miss Bellringer. Ich werde morgen rübergehen. Es hat ja noch keiner den Bienen gesagt. Wie meinen Sie? Wenn jemand stirbt, müssen Sie es den Bienen sagen. Oder sie fliegen einfach davon. Eindeutig nicht alle Tassen im Schrank. Sie glauben mir wohl nicht. Naja, was hat sie vorzuweisen? Eine zugeworfene Tür und nicht abgeschlossenes Fahrrad? Reine Zeitverschwendung. Wer nennt Sie den Besuch? Inspektor Barnaby. Ah, sind Sie Mr. Barnaby? Detective Chief Inspector Barnaby, ja. Ich weiß, ja. Wer sind Sie? Mein Name ist Dennis. Dennis Rainbird. Meine Karte. Sie sind Bestattungsunternehmer. Ja, unser Büro ist in Corston, aber zufällig wohne ich in Badger's Drift und ich dachte, ich sollte mal vorbeischauen. Miss Simpson war eine Kundin. Wie bitte? Sie hat im Voraus gebucht. Das sogenannte Seidenprogramm, eins von unseren Pauschalbeerdigungsangeboten. Leider nicht ganz billig. Andererseits, das bleibt bitte unter uns. Wir sind ihr im Preis entgegengekommen. Sie hat schon meine Mom unterrichtet. Und was kann ich für Sie tun, Mr. Rainbird? Ich habe nur überlegt, ob ich sie kriegen könnte. Die verschiedenen. Oh, ich befürchte, daraus dürfte vorläufig nichts werden. Oh, das heißt, Sie gehen davon aus, dass jemand nachgeholfen hat. Es war doch Ihr Hals, soweit ich weiß. Wer hat das gesagt? Ich bitte Sie, mittlerweile weiß das jeder. So ist das Dorf hier eben. Sie bekommen die Leiche aber noch nicht. In Ordnung? Sir? Oh, da haben Sie sich ja einen richtigen Constable zugelegt. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie soweit sind. Mr. Rainbird verschwindet in einer Parfümwolke. Wenig später bei Tom zu Hause. Das Essen ist fertig, Tom. Ja, Troy, vielen Dank. Ja, genau das wollte ich wissen. Danke. Was ist das denn? Ein Rezept von Delia Smith. Gedünsteter Lammhals mit Pilzklößen. Delia Smith ist immer gut. Ja, dachte ich bisher auch immer.
War das gerade Sergeant Troy am Telefon? Ja. Irgendwann möchte ich ihn gern mal kennenlernen. Das glaube ich nicht. Oh. Wie läuft die neue Untersuchung denn? Ich denke, dass es Mord war, Joyce. Ich denke es nicht nur, ich fühle es. Sie war doch auch schon ziemlich alt, diese Emily Simpson. Wie ist sie gestorben? Jemand muss ihr den Hals gebrochen haben. Du weißt doch, dass Kali morgen kommen will. Sie will bestimmt ein bisschen von dir haben. Ja, ja. Weil ich weiß, wie das immer ist, wenn du einen neuen Fall anfängst. Ja. Ich muss heute noch mal weg, fürchte ich. Ach, Tom. Emily Simpson hat vor ihrem Tod noch zweimal telefoniert. Das hat Troy mir gerade erzählt. Und zwar einmal mit der Auskunft, da wollte sie eine Nummer in Brighton, aber sie kam nicht mehr dazu zu sagen, von wem. Und der zweite Anruf? Das ist das Eigenartige. Sie hat mit der hiesigen Telefonseelsorge gesprochen. Sie könnte immer noch zu Ihnen zurückkommen, so sehe ich das. Das meinen Sie damit auch, dass es Hoffnung gibt? Nein, keine Angst. Natürlich, warum denn nicht? Sie können sich Zeit nehmen. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ich hab's nicht eilig. Ich muss mit irgendjemandem reden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, ich glaube, so hat sie angefangen. Also doch schon zumindest so ähnlich. Und weiter? Und dann hat sie gesagt, sie hätte etwas gesehen. Und dass sie es irgendjemandem sagen müsste. Sie sagte, es wäre ganz unglaublich. Hat sie gesagt, was es war? Nein. Haben Sie nicht nachgebohrt? Das sollen wir nicht tun. Na, jedenfalls hat sie dann noch gesagt, sie würde jemand anderen anrufen. Und dass sie genau wüsste, wen. Und dann hat sie sich bedankt und aufgelegt. Und das war bestimmt alles? Es tut mir leid, Inspektor. Ich weiß, da muss noch was gewesen sein, aber es ist einfach weg. Wissen Sie, wenn es Ihnen doch wieder einfällt, rufen Sie an. Aber sicher doch. Vielen Dank, Miss Beasley. Terry, wir reden uns hier nur mit den Vornamen an. Tom. Ja, bitte, zwei Scheiben. Ein wenig Rührei. Und Toast. Dankeschön. Morgen, Sir. Kocht Ihre Frau Ihnen sowas nicht, Sir? Nein, Troy, das tut sie nicht. Ich habe den Obduktionsbericht von Dr. Bullard, Sir. Troy, nicht doch. Schlag mit einem schweren, bisher unbekannten Gegenstand unterhalb der Schädelbasis. Sieht aus, als wäre Miss Simpson doch ermordet worden. Sie verblüffen einen wirklich, Troy. Oh, und dann die Fotos, die Sie entwickelt haben wollten, aus Miss Simpsons Kamera. Sie hat ihre Blume wohl gefunden. Wenig später suchen Gavin und Tom die Bestatterfirma Rainbird auf. Ihnen öffnet ein matronenhaftes Wesen die Tür. Sie werden bestimmt Mr. Barnaby sein, Iris Rainbird. Bitte kommen Sie rein. Oh, Sie auch, Junge. Gerade recht zum Tee. Also dann nächste Woche, Mrs. Rainbird. Ja, vielen Dank, Anna. Dankeschön. Meine Putzfrau, unehrlich, und sie trinkt. Aber gutes Personal ist hier kaum zu bekommen. Nun kommen Sie doch bitte. Gerade durch, geradeaus. Setzen Sie sich doch. Danny, Wasser auf den Tee. Also dann, wie kann ich Ihnen helfen? Oh, die arme Miss Simpson. Sie war meine Lehrerin. Ja, Ihr Sohn hat das erwähnt. Oh ja, aber sicher. Dennis hat ja von Ihnen erzählt. Ich könnte mir vorstellen, Mrs. Rainbird, dass Sie oben von Ihrem Horst einiges sehen. Mein Ausguck. Ja, ich beobachte mit Begeisterung die Fauna. Vögel. Ich dachte, ich hätte dort oben ein Fernglas gesehen. Ja? Sie würden sich wundern, wie viele Spezies bei uns vorkommen. Oh, da ist ja Danny, du guter Junge. Da ist der Tee. Bitte bedienen Sie sich, Chief Inspector. Die Herzen sind mit Sardellenbutter, die Karos mit Lachspastete, die Kreuz sind mit Schinken und die Pik sind mit Leberpastete.
Eine Tasse Tee genügt mir, danke. Ja, ebenfalls, danke. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie wissen wollen, ob mir in der Zeit um Miss Simpsons Tod jemand aufgefallen ist. Das wäre meine nächste Frage gewesen, Mrs. Rainbird. Also, es müsste etwa zwischen... Zwischen 7 und 8 Uhr gestern Abend. Und ja, Mr. Barnaby, es war jemand da. Catherine Lacey. Sie wohnt in Holly Cottage. Das liegt genau auf der entgegengesetzten Seite des Dorfes, von Miss Simpson aus betrachtet. Sie wohnt da mit ihrem Bruder, Michael Lacey. Er hält sich wohl für einen Künstler. Nicht, dass man sie oft dort sehen würde. Oh nein, nein, nein. Wenn Sie mit ihr sprechen wollen, fahren Sie nach Ty House. Ty House. Sie heiratet nämlich nächste Woche. Sie setzt sich dort fein ins gemachte Nest. Dennis? Ach, hör auf, Mom. Es redet doch das ganze Dorf nichts anderes. Seit diesem unglücklichen Schuss. Arme Bella. Überraschend, dass Sie sich damals nicht mehr damit beschäftigt haben. Bella Trace und ihr unseliges Ende. Aber es soll doch bloß ein unglücklicher Zufall gewesen sein. Dann ist es wohl auch nur ein Zufall, dass gerade 2 Jahre danach unsere Catherine den Witwer heiratet. Henry Trace, ein richtiger Gentleman. Jahre älter als Sie und stinkreich obendrein. Wohin ganz genau war Catherine Lacey, als Sie sie gesehen haben, unterwegs, Mrs. Rainbird? Aber woher soll ich das wissen? Ich meine, sie war mit einem von den Hunden unterwegs und hatte einen großen Umschlag dabei. Ich nehme an, dass sie damit zur Post wollte. Aber dann klingelte das Telefon und als ich zurückkam, war sie weg. Einen glasierten Sombrero, Constable? Nein, danke. Und ich bin Sergeant. Und Catherine Lacey war der einzige Mensch, den Sie gestern zu der Zeit gesehen haben? Stimmt das so? Ja. Ehrlich gesagt, Mrs. Rainbird, ich hätte gedacht, 8 Uhr wäre ein bisschen spät für Ihr Hobby. Ich meine, was fliegt zu dieser Zeit denn noch in der Gegend herum? Eulen. Also die zwei sind mir unheimlich. Ja, ein schwuler Leichenbestatter. Oder glauben Sie, das im Wald war er? Irgendwie bezweifle ich das, Troy. Was ist mit Catherine Lacey und Ty House? Heute nicht mehr. Viel halten die ja nicht von ihr. Ganz recht, Troy. Aber ich fahre erst mal nach Haus zu meiner Tochter. Catherine Lacey... kann warten. Große Freude, als Tom nach Hause kommt. Seine vielbeschäftigte Tochter Cully ist da. Sie studiert Schauspiel und er freut sich jedes Mal, wenn er sie sieht. Wie lange bleibst du? Die ganze Woche, wenn es euch recht ist. Hast du es schon erzählt? Cully hat die Hauptrolle in einem Stück. John Ford. Schade, dass sie eine Hure ist. Ich möchte hier meinen Text lernen. Ich dachte immer, du studierst Kunstgeschichte. Ach, das ist nur zum Spaß. Aber vielleicht wechsle ich noch. Mir gefällt Drama. Würdest du mir meinen Text abhören? Ich weiß nicht, ob er Zeit hat, Liebling. Nicht viel Fleisch an diesem Hähnchen, oder? Das ist kein Hähnchen, das ist Wachtel. Wie geht der Fall voran, Dad? Ist es Mord? Es ist jedenfalls Schwerarbeit. Ich geh schon. Hallo? Hallo, Inspektor Barnaby. Hier ist Terry Basley von der Telefonseelsorge. Oh, gewiss. Mir ist wieder eingefallen, was die alte Dame gesagt hat. Die ermordet worden ist. Und ich dachte, ich sollte sie anrufen. Oh ja, natürlich. Bitte erzählen Sie, Miss Basley. Terry. Wahrscheinlich ergibt das überhaupt keinen Sinn. Aber sie hat gesagt, genau wie die arme Annabella. Das hat sie gesagt. Annabella... Es war nicht vielleicht einfach nur Bella? Möglich, aber ich müsste mich schon sehr täuschen. Genau wie die arme Annabella. Und dann hat sie aufgelegt. Haben Sie vielen Dank für den Anruf, Terry. Danke vielmals. Hör auf, Mom, es redet doch das ganze Dorf nichts anderes seit diesem unglücklichen Schuss. Arme Bella. Überraschend, dass Sie sich damals nicht mehr damit beschäftigt haben. Bella Trace und ihr unseliges Ende. Wer war das? Das war die Telefonseelsorge. Und ich habe immer geglaubt, man ruft die an. Ganz so schlimm ist es doch noch nicht. Aber ich habe vielleicht 2 Mordfälle anstatt von nur einem. Ein gebrochenes Genick? Und ein Jagdunfall. Ein ganz normaler Arbeitstag. Ich bin froh, dass du bei uns bist, Cully. Kannst du mir meinen Text abfragen? Ich versuch's. Dad, ich habe dir aus Cambridge was mitgebracht. Was denn, was? Schinken-Geflügel-Pastete. Oh. Nein, nein, sag mir nicht, du hast sie. Oh, die Decke. Oh,
Was bist du für ein kluger, kluger Junge? Wo hast du sie gefunden? In dem Teich hinter dem Steinbruch. Ich hatte gesehen, wie sie versucht haben, sie zu versenken. Ja. Was glaubst du, wie viel sie wert ist? Denk doch nur, was die Polizei daraus machen würde, wenn diese Leute von der Spurensicherung sie bekämen. Das wäre für die ein Feiertag. Das ist der Haupttreffer, Danny. Ich kann dir versprechen, dadurch werden wir beide steinreich. Oh nein, so ein lieber Junge. Oh nein, so ein lieber Junge. Sie küsst ihren Sohn so, wie eine Mutter ihren Sohn nicht küssen sollte. Ist das ja nicht Troy? Mehr gab es nicht, Sir. Bella Trace bei Jagdunfall erschossen. Zwei Spalten im Käseblättchen und der Bericht des Leichenbeschauers. Ich bin Detective Inspector Barnaby. Und das ist Detective Sergeant Troy. Wer sind Sie? Oh, tut mir leid, ich bin David Whiteley, Henrys Gutsverwalter. Mr. Trace, ich nehme an, Sie kommen wegen der Lehrerin. Emily Simpson. Sie kannten sie? Nein, leider nicht persönlich. Sie waren vermutlich auch Mittwoch nicht zwischen, sagen wir mal, 18 und 20 Uhr im Dorf. Nein. Nein, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Irgendwo draußen. Ist Mr. Trace zu Hause? Ja, aber das ist im Augenblick ungünstig. Er heiratet nächste Woche. Wir werden ihn bestimmt nur kurz in Anspruch nehmen. Er ist im Wohnzimmer. Bella? Ich verstehe nicht. Ich dachte, Sie kämen wegen der Lehrerin, Miss Simpson. Das stimmt auch, Sir, aber kurz vor ihrem Tode hat Miss Simpson möglicherweise ihre verstorbene Frau in einem Telefonat erwähnt. Sie hat Bella erwähnt? Sie sprach von ihr als die arme Annabella. Dann haben Sie die falsche Bella. Kein Mensch hat sie je so genannt. War Ihre Frau Schülerin von Miss Simpson, Sir? Ja, wie fast alle hier, aber sie hieß immer nur Bella. Falls es nicht zu schmerzhaft ist, würde mich interessieren, wie Ihre Frau den Tod gefunden hat. Es ist schmerzhaft und ich sehe da keinerlei Verbindung. Miss Simpson kannte Ihre Frau vielleicht als Annabella. Als Kosename, Rufname, etwas in der Art. Falls eine Verbindung existiert... Es existiert nichts dergleichen. Wir müssen uns vergewissern. Na schön. Wenn Sie unbedingt wollen. Es ist vor 2 Jahren geschehen. Zu Anfang der Jagdsaison. An diesem Tag waren wir nicht viele. Ich selbst, Bella, David Whiteley, mein Verwalter. Toller Schuss, Liebling. Bellas Schwester war auch mitgekommen. Phyllis Cardell. Sie ging nicht oft zur Jagd. Ich habe mich immer gefragt, warum sie gerade an dem Tag mitgekommen ist. Jedenfalls war Dr. Lasseter auch da. Wir kennen uns seit Jahren. Und dazu noch ein paar Freunde aus London. Dann war da noch Michael Lacey, ein junger Freund von mir. Er war als Treiber mit dabei, um die Vögel aufzuscheuchen. Ich glaube, es ist nur natürlich, dass man im Nachhinein immer klüger ist, aber... Ich habe oft das Gefühl gehabt, wir standen unter keinem guten Stern. Oh, keine Sorge, Catherine. Das hier sind Chief Inspector... Barnaby. Aber natürlich. Sie erkundigen sich bestimmt nach Miss Simpson. Ist das richtig, Miss Lacey, dass Sie nicht hier im Hause wohnen? Nein, das heißt im Moment noch nicht. Aber ich werde natürlich hier wohnen. Ab Sonnabend. Am Sonnabend werden wir heiraten, Inspektor. Ich wohne in Holly Cottage. Das liegt direkt am Waldrand. Zusammen mit meinem Bruder Michael. Und wo genau waren Sie letzten Mittwochabend? Am Mittwoch? Als Miss Simpson ermordet wurde. Oh, da war ich hier. Fragen Sie nicht mich, ich habe den Abend verschlafen. Sie waren nicht außer Haus? Nein. Wir haben aber Aussagen, Sie seien im Dorf gesehen worden. Das kann nicht sein. Oh, warten Sie, ich war noch mal draußen. Ich war im Dorf, um einen Brief aufzugeben. Ich habe Benji mitgenommen. Ein netter kleiner Hund. Oh. Benji! Er mag Fremde nicht so sehr. Sie werden doch wohl nicht jeden in diesem Fall als Verdächtigen behandeln. Es ist sehr wichtig für mich zu wissen, wo sich am Mittwochabend jeder aufgehalten hat. War sonst noch jemand hier im Haus? Nein, nur noch Phyllis, meine Schwägerin. Entschuldigen Sie, dass ich stören muss. Henry, die haben Schwierigkeiten mit dem Generator. Die wollen damit näher an die Markise. Ausgeschlossen, dann versteht doch kein Mensch mehr die Reden. Ich kümmere mich darum. Nein, ich gehe schon. Das war doch alles, oder? Ich würde gern mit Phyllis Cardell sprechen. Sprechen Sie doch mit wem Sie wollen. Ich führe Sie nach oben.
Sagen Sie, woher kennen Sie Henry Trace, Miss Lacey? Er hat sich nach dem Tod unserer Eltern um Michael und mich gekümmert. Als eine Art Vormund. Sonst weiß ich nicht, was aus uns geworden wäre. Hier ist Ihr Zimmer. Sie haben ein paar Fragen wegen Emily Simpson. Oh, Emily Simpson, ja. Ich hätte es mir eigentlich denken können. Danke vielmals, Miss Lacey. Ab jetzt werden wir zurechtkommen. Sie werden jetzt natürlich denken, dass ich mich erschreckt hätte oder so. Aber wissen Sie, es ist so. Ich dachte, Sie kämen wegen der Kfz-Steuer. Ich habe deshalb seit Wochen ein schlechtes Gewissen, aber jetzt bei der Hochzeit und so weiter. Muss eine betriebsame Zeit für Sie sein, Miss Cadell. Wissen Sie, ja, das ist es. Ich führe das Haus ja schon seit 7 Jahren, wissen Sie, Mr. Barnaby, und das ist Sergeant Troy. 7 Jahre, ja. Ich kam mit meiner Schwester, Bella. Und jetzt sowas? Wissen Sie, ich hätte nie erwartet, dass Henry nochmal heiratet, aber ich tue, was ich kann, auch wenn es mich anstrengt. Sagen Sie, wenn Mr. Trace geheiratet hat, werden Sie weiter hier wohnen, Miss Cadell? Nein, oh nein! Nein, nein, kein Haus verträgt zwei Herrinnen. Henry hat noch ein Häuschen hier und da werde ich mich zur Ruhe setzen. Tatsächlich freue ich mich sogar darauf. Und Henry ist bestimmt glücklicher ohne mich. Sie haben bestimmt Fragen wegen Emily Simpson? Ja. Wissen Sie, ich fürchte, dass ich Ihnen gar nicht weiterhelfen kann. Ich habe das Haus an diesem Tag nicht verlassen und auch nichts gesehen. Ich meine, ich war ja viel zu beschäftigt, das verstehen Sie. Mit der Hochzeit. Und so weiter. Armselig. Phyllis Cardell? Von wegen Kfz-Steuer, sie hätte sich fast in die Hose geschissen. Als nächstes besuchen Tom und Gavin Mr. Lacey. Ja, tut mir leid, das mit Miss Simpson. Ich fand sie nett. Es bringt aber nichts, wenn Sie mich befragen. Ich habe mit dem Dorf nichts zu tun. Und das Dorf? Auch nicht das Geringste mit mir. Könnten Sie mir sagen, wo Sie am letzten Mittwoch gewesen sind, Mr. Lacey? Nein. Keine Ahnung, ich war wohl hier, das bin ich meistens. Kein aufregendes Leben. Meine Arbeit ist mein Leben. Das begreifen Sie ja doch nicht. Ich war vielleicht spazieren oder sowas, ich hab's vergessen. Ich hätte da noch ein paar andere Fragen, wenn es Ihnen nichts ausmacht, Mr. Lacey. Es macht, aber legen Sie los. Soweit ich weiß, waren Sie dabei, als Mrs. Trace auf der Jagd erschossen wurde. Bella? Ja, ich war dabei. Aber sehen Sie da denn irgendeine Verbindung? Sie waren genauer gesagt bei ihr, als sie getroffen wurde. Ja, das stimmt. Aber zu tun hatte ich natürlich nichts damit. Ich hatte nicht mal eine Waffe. Und nun wird Ihre Schwester die zweite Frau von Henry Trace. Ja. Was empfinden Sie dabei, Michael? Thai House? 2000 Hektar Land? Tonnenweise Geld auf der Bank? Das eine muss ich ihr wirklich lassen. Sie ist nicht gerade billig zu haben. Im trauten Heim von Joyce und Tom übt Kali fleißig ihre Rolle. Du bist nicht mal würdig, dieses Wesens Namen mit deinen Lippen frech zu formen oder auch nur dabei zu knien, wenn ein anderer ihn spricht. Wie war sein Name? Das sollst du später hören. Es sei genug, dass dir zum unverdienten Ruhm gereichen soll, was eines ruhmreichen Vaters war. Hi, Dad. Ich hab dich gar nicht kommen hören. Das hört sich gut an. Wie läuft es denn? Ich finde sie ganz wundervoll. Wir müssen uns das unbedingt ansehen. Wenn ich es jemals schaffe, alles zu lernen. Wie geht dein Fall voran? Oh, ich weiß nicht. Wieso habe ich immer wieder das Gefühl, dass alle unaufhörlich versuchen, mich zu belügen? Vermutlich, weil es so ist, Tom. Aber du merkst es immer. Deshalb bist du viel geschaffen für den Job. Ich mach das Abendessen fertig. Mom, ich dachte, wir könnten zum Abendessen ausgehen. Nein, ich habe einen wunderbaren Portefeuille in der Gefriertruhe. Du kannst mit Kali ihren Text üben, damit du mal an was anderes denkst. Du wirst es schon schaffen. So wie jedes Mal. Willst du was trinken? Nein, danke, jetzt nicht, ne? Du hast 500 Pfund von unserem gemeinsamen Sparkonto abgehoben. Oh ja. Mag sein. Mag sein? 500 Pfund? Wir stehen noch nicht in den roten Zahlen, Trevor. Aber wofür? Es soll eine Überraschung sein. Für dich zum Hochzeitstag. Wir feiern überhaupt keinen Hochzeitstag. Wir waren uns vor dem ersten darüber klar, dass es nichts zu feiern gab. Aber diesmal werden wir es eben anders machen. Du wirst doch zur Beerdigung nicht das Ding anziehen, Judith. Michael hat gesagt, leuchtende Farben stehen mir. Und außerdem, ich hasse Schwarz. Wo willst du hin?
Ich dachte, ihr würdet euch lieber unter vier Augen anstänkern. Natürlich weiß ich noch, wie das war, als Bella gestorben ist. Es war grauenhaft. Nein, danke schön. Henry Trace saß da schon im Rollstuhl? Ja, Polio. Bella ist nie gut damit klargekommen. Als sie starb, habe ich gedacht, Henry würde Phyllis heiraten. Seine Schwägerin? Sie hat ihn verehrt und tut es wahrscheinlich immer noch. Was können Sie mir über Catherine Lacey sagen? Naja, sie ist Henrys Mündel. Sie und Michael. Ihr Bruder, sie haben damals die Eltern durch einen Unfall verloren. Und Henry hat sie sowas wie adoptiert und auf dem Gut im Jagdaufseherhäuschen untergebracht. Holly Cottage? Ja. Damals waren sie noch sehr jung, 11, 12 Jahre alt. Und ein Kindermädchen hatten sie. Mary Sharp, so hieß sie. Nanny Sharp. Die auf die beiden aufpassen sollte, aber das schaffte sie kaum. Inwiefern? Soweit ich gehört habe, haben die Kinder immer zu gestritten. Ein endloser Krach. Zuletzt machte sich Mary aus dem Staub und setzte sich an der Küste zur Ruhe. Emily hätte mehr sagen können. Sie kannte Mary ganz gut. Noch ein bisschen Sherry? Nein, ich habe noch. Aber danke vielmals. Wenn Sie mich fragen, sollten Sie Catherine mal unter die Lupe nehmen. Will sagen... Naja, das Mädchen ist viel hübscher, als manchen Männern gut tut. Und wenn man sie wirklich beim Poppen gesehen hat im Wald, hatte sie am meisten zu verlieren. Ist ein Argument. Hatte sie nicht jemand hier im Dorf gesehen? Ja, sie war mit ihrem Hund unterwegs. Nein, den Abend war hier kein Hund unterwegs. Wellington wird verrückt, wenn ein Hund in der Nähe ist. Sie könnte ihn irgendwo außerhalb angebunden haben. Nicht diesen Hund. Sie bindet ihn ab und zu vor der Post an und er kläfft wie besessen. Den Hund hört man meilenweit. Verflixt. Und da habe ich schon gedacht, ich hätte den Fall für Sie aufgeklärt. Währenddessen im Bestattungsunternehmen Rainbird. Ich finde, dass alles hervorragend abgelaufen ist, Dennis. Ein sehr schöner Gottesdienst. Weißt du was? Ich denke, ich habe mir noch eine Marron Lyonnaise verdient. Sollte das Mrs. Quine sein, ist sie zu früh dran. Ich gehe schon. Oh, na sowas. Ach, wer ist das, Dennis? Dennis hat seinen Mörder geöffnet. Ihm steckt ein großes Messer in der Brust. Danach wendet sich der Killer Mrs. Rainbird zu. Ein anonymer Hinweis geht in Corsten ein, dass die beiden ermordet wurden. Tom und Gavin machen sich zusammen mit dem Gerichtsmediziner auf den Weg ins Institut. Haben Sie die Mutter gesehen? Der Kopf ist fast abgeschnitten. Solche Brutalität habe ich noch selten erlebt. Und die Mordwaffe? Großes Messer, 30 cm. Und sehr schwer, der Mörder hat es mitgenommen. Sie können die beiden zur Gerichtsmedizin bringen lassen. Ja, Sir. Furchtbare Sache. Wer hat die beiden gefunden? Mrs. Quine, die Haushaltshilfe. Sie wartet draußen und steht unter Schock. Nicht überraschend. Ich werde mal mit ihr reden. Erwarten Sie aber lieber nicht zu viel. Sir, kommen Sie mal mit. Das müssen Sie sehen. Das glauben Sie niemals. Ganz im Gegenteil, Troy. Ich fürchte, ich glaube alles. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellt die Polizei fest, dass die Rainbirds eiskalte Erpresser waren. 10.30 Uhr. Mr. und Mrs. W. überqueren die Straße beim Briefkasten, um Mrs. G. auszuweichen. 11.14 Uhr. A. macht Besuch bei Mrs. F. Geht nach 15 Minuten. In diesem Buch alleine gibt es hunderte von Einträgen. Das müssen ja insgesamt zigtausende sein. Lassen Sie alle Bänder einpacken. Wir müssen uns das ganze Zeug vornehmen. Denen ist absolut nichts entgangen. Auch nicht, wie ich hoffe, der Mord an Emily Simpson. Und möglicherweise der an Bella Trace dazu. Erpressung, Sir. Haben die Rainbirds davon gelebt? Oh. Hier, Troy. Da hat jemand das letzte Blatt rausgerissen. Also war es doch am Ende ein Eintrag zu viel. Sie war wohl ein bisschen merkwürdig. Sie und ihr Sohn. Leichenbestatter sind ja eigenartig, nicht? Aber sie war immer sehr nett zu mir. Auf ihre Art war sie immer sehr gut zu mir. Mrs. Quine, um welche Zeit etwa waren Sie hier? 4 Uhr, würde ich sagen. Dienstagmorgen und Freitagnachmittag, da war ich immer hier. Und es war zu der Zeit niemand in der Nähe des Hauses, der kam oder wegging? Aber sicher doch, ja. Das habe ich schon ihren Männern erzählt. Sie stand draußen vor der Vordertür, als ich kam, und hat den Korb in der Hand. Sie hat ein paar Mal geklingelt, aber dann war sie schon weg, als ich kam. Und haben Sie erkennen können, wer die Frau war? Es war Catherine Lacey. Sie wissen schon,
Die heiratet doch jetzt bald. Es ist mir egal, ob du ihn wegen seines Geldes heiratest, aber dann hab gefälligst auch den Mut und gib es zu. Nein, weil es nicht so ist. Wie ist es dann? Gefällt es dir, dich in deinem Alter an einen verdammten Krüppel der zu ketten? Der verdammte Krüppel hat sich um uns gekümmert. Wenn er nicht gewesen wäre, hätten wir kein Zuhause gehabt. Wir hätten gar nichts gehabt. Ja, aber jetzt kriegt er ja auch sein Pfund Fleisch dafür, nicht? Er kauft mich nicht, Marke. Ach, sag bloß. Und was tut er dann? Mietet er dich stundenweise? Also schön, dann komm eben nicht zur Hochzeit. Henry und ich können auf dich verzichten. Sollen wir ihr folgen, Sir? Nein, Troy, ich würde gerne hier einen Blick hineinwerfen. Was? Ohne Durchsuchungsbeschluss? Ist das nicht ein bisschen... Bauchschmerzen? Nein, nein. Gut, dass es nicht meine Idee ist. Wenn wir erwischt werden, ist es ihre. Feierabend. Tom schenkt sich ein großes Glas schweren Rotwein ein. Dad? Oh, komm rein, Liebes. Ist Mom schon im Bett? Ja, seit Stunden. Was ist das? Notizbücher. Iris Rainbird hat den nachbarschaftlichen Beziehungen ihr gesamtes Leben gewidmet. Man würde gar nicht glauben, was in einem kleinen Dörfchen unter der ruhigen Oberfläche an Schmutzigem so vor sich hin brodelt. War es heute sehr schlimm? Die Leichen? Ich kenne Schlimmeres. Ich denke, weißt du, was mich wirklich mitgenommen hat, Kalle? Dass ich keine Gefühle für sie hatte, weder für Iris Rainbird noch ihren Sohn. Es waren aber auch unsympathische Menschen. Aber trotzdem Menschen. Und ich konnte dabei nur denken, wieder zwei Tote. Die Maschinerie läuft wieder an, mehr Indizien, mehr Aussagen. Aber ich bin wieder einen Schritt in die falsche Richtung gegangen. Soll ich dir deine Rolle abhören? Wie geht's voran? Naja, 4 Akte geschafft, einer fehlt noch. Ja, aber ich nehme an, dass es der letzte Akt ist, auf den es ankommt. Ravenwood Forest, am nächsten Morgen. Catherine, das geht nicht. Ich glaube nicht, dass wir noch eine Wahl haben. Aber doch nicht jetzt mehr. Völlig ausgeschlossen. Ah, Barnaby. Mr. Trace. Sie kommen wie gerufen. Die Stimme der Vernunft. Catherine will unsere Hochzeit absagen. Wie soll ich ihr das ausreden? Wir erwarten 200 Menschen. Die Geschenke, das Buffet, es ist alles organisiert. Zuerst Miss Simpson, jetzt die Rainbirds. Wie können wir da noch feiern? Gar nicht daran zu denken. Haben Sie jemanden gefunden, Mr. Barnaby? Werden Sie jemanden verhaften? Ich fürchte, ich müsste erst mal Ihnen ein paar Fragen stellen, Miss Lacey. Über die Rainbirds. Catherine? Das ist doch lächerlich. Sie haben sie doch gestern aufgesucht, nach der Beerdigung. Ja. Was? Das hast du gar nicht erwähnt. Nein, weil ich nicht darüber sprechen wollte. Kommen Sie ins Haus, ich zeige Ihnen etwas. Henry hat geschlafen. Darum war ich im Wald ein bisschen spazieren. Und ich habe die gefunden. Pilze? Ja. Ich habe Iris letzte Woche im Kirchenkomitee getroffen. Sie hat mir ein Rezept gegeben und ich habe versprochen, ihr beim nächsten Mal Pilze sammeln, welche mitzubringen. Sie sind mit den Pilzen zu ihr gegangen? Ja, ich denke, dass ich um etwa 4:30 da war. Ich klingelte an der Tür, aber es hat niemand aufgemacht. Das fand ich merkwürdig, weil sie doch immer zu Hause war. Ich habe es so richtig erst nachher begriffen. Während ich da vor der Tür stand, da müssen die beiden schon... Oh Gott... Henry, verstehst du jetzt endlich, dass alles vorbei ist, dass wir einfach nicht feiern können? Ich nehme nicht an, dass Ihnen im Wald jemand begegnet ist. Nein. Und in der Umgebung des Hauses? Da ist jemand gekommen, aber ich habe nicht darauf geachtet. Mrs. Quine. Na also, damit wäre doch wohl alles geklärt. Könnten Sie uns jetzt in Ruhe lassen? Ich fürchte nicht, Sir. Wir haben verschiedene Notizbücher bei Mrs. Rainbird gefunden. Ich muss hier eine Verhaftung vornehmen. Phyllis Cadell, ich verhafte Sie unter dem Verdacht des Mordes an Bella Trace am 26. Juni 1995. Bella hat mich ja damals nach Treehouse geholt, um ihr mit Henry zu helfen. Ihr Mann im Rollstuhl, nein, das war ihr alles zu viel. Ich habe alles für ihn gemacht. Und er war sehr dankbar. Und dann begann ich zu begreifen, wenn Bella nicht mehr da wäre, wenn nur er und ich zusammen wären, nur wir beide. Und Sie haben beschlossen, sie zu töten? Ja. Ich konnte ja schon als junges Mädchen ganz gut schießen. Sowas lernt man auf dem Land von allein. Und dann, als die Jagdsaison anfing, da ging ich eben mit auf die Jagd. Ich dachte damals, ich hätte es geschafft. Ich wäre damit davongekommen. Konnte ich ahnen, dass mich jemand sieht? Mrs. Rainbird. Es steht wohl in Ihren Notizbüchern drin, oder? Oh ja.
PC 5000 Pfund. PC 5000 Pfund. PC 2000 Pfund. Wann ging das los? Eine Woche nach der Beerdigung. Ich erhielt eine Einladung von den beiden in dieses widerliche Haus. Die arme Bella. Oh, meine Liebe, Sie werden jetzt noch mehr als je zuvor in Thai House gebraucht. Eine richtige Schlossherrin sind Sie geworden, könnte man sagen. Ah, das ist ja Danny mit dem Tee. Wie viel haben Sie Ihnen weggenommen? Alles, was ich hatte. 50.000 Pfund, die ich von meiner Mutter geerbt hatte. Henry hatte mir von Bellas Schmuck etwas geschenkt. Das ist alles weg. Sie haben nichts mehr verlangt, als sie wussten, dass ich nichts mehr hatte. Sir, da wartet jemand vorne auf Sie. Troy. Haben Sie sie getötet? Mrs. Rainbird und Ihren Sohn. Natürlich war sie es nicht, Troy. Ich gebe doch nicht erst jemandem mein Geld und beschließe dann, ihn umzubringen. Aber sie hat schon mal gemordet. Ja, aber da ist was an der Geschichte, an dieser Rebhuhnjagd, das irgendwie nicht passt. Oh, Mr. Whiteley. Ja, bitte, Mr. Whiteley. Setzen Sie sich. Danke. Sie haben gesagt, dass Sie mich sprechen wollten. Ja, bitte sehr. Ich würde Sie gern etwas fragen. Dass Sie hier drin stehen, wissen Sie. Was ist das denn? Eins von Mrs. Rainbirds Notizbüchern. Hm. 17.50 Uhr Minuten am Mittwoch. D.W. fährt zurück von Mrs. L. Es steht ein rotes Sternchen dran. Ich persönlich glaube, dass dieser D.W. Sie sind. David Whiteley. Also, wer ist Mrs. L.? Es ist Barbara. Barbara Lasseter. Dr. Lasseters Frau. Und Sie waren bei ihr, als Emily Simpson ermordet wurde. Ist das richtig? Ja. Wir beide treffen uns schon eine Weile. Also war sie nicht zum Einkaufen in Corsten. Hat Mrs. Rainbird Sie zu erpressen versucht, Sir? Nein. Aber sie hat bei Barbara angerufen. Wenn Dr. Lasseter es erfahren hätte, wäre Gott weiß, was passiert. Sie wollte 500 Pfund haben. Und hat Mrs. Lasseter bezahlt? Ja. Ich war ja dagegen. Zu tun, was Erpresser wollen, ist falsch. Und ich hab sie gewarnt, dass es da nicht enden würde. Aber das hat es. Oder nicht, Mr. Whiteley? Weil Mrs. Rainbird ermordet worden ist. Aber Sie denken doch nicht... Sie denken, Barbara und ich wären... Nein. Sie sollten nicht uns unter die Lupe nehmen, Chief Inspector. Sprechen Sie doch mit Michael Lacey. Was soll mit dem sein? Gestern Nachmittag bin ich bei den Rainbirds vorbeigefahren. Gegen 4 Uhr, vielleicht was ein bisschen später. Und ich habe ihn gesehen. War es bestimmt Michael Lacey? Natürlich war es Michael. Er stand vor der Tür, er trug diesen Overall und seine alberne Mütze. Den erkennt man auf Meilen. Hat er das Haus betreten? Ja. Ich fuhr da vorbei und ich konnte sehen, wie Dennis die Tür aufmachte. Bitte, gehen Sie zu ihm. Reden Sie mit Michael Lacey. Tom setzt sich in seinen Volvo und fährt noch einmal raus zu Mr. Lacey. Mr. Lacey, wir kommen wegen des gewaltsamen Todes von Iris Rainbird. Wegen des gewaltsamen Todes, dass Polizisten immer so eine wunderbare Ausdrucksweise haben. Wie Sie vielleicht wissen, Mr. Lacey, wurden die beiden auf eine außergewöhnlich brutale Weise getötet. Ich hoffe, Sie erwarten von mir nicht, dass ich Iris Rainbirds wegen in große Trauer verfalle, Chief Inspector. Sie war ein ekelhaftes Weibstück. Haben Sie sie eigentlich je aufgesucht? Nein. Und was würden Sie sagen, wenn Sie hörten, dass jemand Sie gesehen hat, als Sie gestern Nachmittag kurz nach 4 Ihr Haus betreten haben? Dass sich der Betreffende die Augen untersuchen lassen sollte. Troy. Mr. Lacey, wir haben hier den Beschluss eines Richters, der eine Durchsuchung Ihrer Wohnung erlaubt. Was? Sie können nicht oh, einfach... Oh doch, wir können. Fangen Sie im Atelier an. Sie haben kein Recht dazu, Chief Inspector. Diese Wohnung ist privat. Ich lasse mir meine Arbeit nicht durcheinander bringen. Haben Sie gestern hier gearbeitet, Sir? Ja, den ganzen Tag. Und wo haben Sie die Kleidung? Welche Kleidung? Den Overall und die Mütze, die Handschuhe. Was?
die Sie während der Ermordung von Iris Rainbird anhatten. Sie sind vollkommen durchgedreht. Ich war nie in diesem Haus. Das ist doch eine Falle. Sie haben das da versteckt. Ich kenne euch genau. So arbeitet ihr doch, oder nicht? Schneller als die beiden schauen können, flüchtet der Mann. Troy hetzt ihm nach. Nach knapp 400 Metern schnappt Troy den Flüchtenden. Midsummer Worthy. Die Kirche in der Mitte des Ortes. Die Uhrzeit 15.30 Uhr. Geliebte im Herrn, wir haben uns heute hier im Angesicht des Herrn und dieser Gemeinde versammelt, um Henry David Trace und Catherine Lacey im heiligen Stand der Ehe einander zu verbinden. Genau wie die arme Annabella. Welcher da ist ein Ehrenwert? Während der Zeremonie hat Tom plötzlich die Lösung vor Augen. Er muss dringend weg. Polizeipräsidium Kosten. Arrestzelle. Sie haben ja gestern vor lauter Diensteifer nicht mal gefragt, wo ich überhaupt war. Sie sagten doch, dass Sie gemalt hätten. Ja, aber ich war nicht allein. Ich male ein Porträt von Judy Lasseter, der Tochter des Arztes. Sie war bei mir von Mittwochvormittag bis etwa um abends 19 Uhr. Bitte erklären Sie mir, warum Sie mir das nicht gleich gesagt haben. Weil Sie und Ihr geflügelter Rächer hier ja niemanden zu Wort kommen lassen. Also, dann kann ich wohl gehen. Nein, Mr. Lacey, Sie können jetzt noch nicht gehen. Sie können gehen, wenn ich sage, Sie können. Und wehe, das stimmt nicht. Ja, ich war bei ihm. Er malt nämlich mein Porträt. Das hast du mir gar nicht erzählt, Judith. Wieso sollte ich denn? Er hat nur die ersten Skizzen gemacht, aber das hat den ganzen Tag gedauert. Er sagte, ich hätte ein wundervoll komplexes Gesicht. Dann ist er wohl Surrealist, oder? Überlegen Sie ganz genau, Miss Lasseter. Mr. Lacey ist offenbar nach 4 Uhr unten im Dorf gesehen worden. Aber er war nicht im Dorf. Er war in Holly Cottage. Ich war dabei. Und da auf ihm ja sowieso alle immer herumhacken, an dem Abend, wo Emily Simpson gestorben ist, war er auch da. Woher wissen Sie das? Weil ich ihn besucht habe. Ich habe mit ihm durch die Tür geredet. Er hat mich zwar nicht reingelassen, weil er malte, aber ich habe ihn gehört. Du verbringst ja viel Zeit mit ihm. Gibt es da irgendetwas, das ich wissen sollte? Was denn? Sowas wie du und deine komische Domina? Oder Barbara mit ihren Liebhabern? Nein, Dad, nein. Es gibt nichts, was du wissen solltest. Gar nichts. Die Sache ist die, Judith hat sich nie so richtig damit abgefunden, dass ich wieder geheiratet habe. Es war nicht einfach. Dieses Cricket-Spiel, das Sie gesehen haben wollen, Dr. Lasseter, das am Mittwoch, da gab es kein Cricket-Spiel. Sehen Sie, Barbara ist in dieser Beziehung nicht besonders freigebig und da bin ich gewesen. Ich habe die Adresse der Dame, wenn Sie wollen. Danke. Ich kann mir nicht erklären, wie Judith davon erfahren haben kann. Das ist alles, will ich, soll ich sagen. Ja, allerdings. Schockierend. Danke, Dr. Lasseter. Oh Gott, was für eine Familie. Denken Sie, dass das Mädchen die Wahrheit sagt? Ja, ich nehme sogar an, sie könnte uns mehr gesagt haben, als sie wollte. Aber für uns bedeutet das, wir müssen ihn laufen lassen. Michael Lacey. Noch nicht, Troy, noch nicht. Da finden wir das Messer in seinem Haus. Wir nehmen ihn fest, aber er weiß doch, dass er kein Mörder ist. Und dass ein anderer das Messer versteckt hat. Also, warum läuft er davon? Kurze Zeit später. Das schmeckt sehr gut. Es ist leider nur was von Marks & Sparks. Du hättest mir sagen sollen, dass du kommst. Aber es schmeckt hervorragend. Du weißt, wer es war, oder? Ich mag es immer. Ja, jetzt weiß ich, wer es war. Dann darfst du aber sehr zufrieden mit dir sein, Tom. Heute Nachmittag ist Michael Lacey wieder entlassen worden. Die kleine Lasseter hat ihm sein Alibi bestätigt. Es gibt nur eine Sache, die ich nicht verstehe. Es war selbstverständlich ein Trick. Aber ich weiß nicht, wie... Ah, das ist Troy. Leider muss ich noch mal weg. Wo fahrt ihr denn hin? Ich fahre runter an die Küste, nach Brighton. Ein Abschiedskuss und los geht es auf die dreistündige Fahrt ins Seebad Brighton. Ich bin damals als Kindermädchen von Henry Trace für die beiden Kinder eingestellt worden. Ihr Vater hat auf dem Gut gearbeitet, aber er ist dann bei einem Autounfall gestorben und seine Frau zusammen mit ihm. Die Lacys? Die Eltern von Catherine und Michael. Ich bin nach Holly Cottage gezogen. Ich habe mich dort um die beiden gekümmert, so etwa... So ungefähr 9 Jahre lang.
Bitte, Mrs. Sharp. Die beiden waren nie einfache Kinder, aber natürlich ist es so, dass man ihnen unter diesen Umständen so manches nachsieht. Michael war 18 und Catherine 17, als es plötzlich anfing. Das Herumstreiten immerzu haben sie aufeinander eingehackt. Tag für Tag hörte man nichts als Beleidigungen. Sie warf ihm irgendwas an den Kopf. Er stürmte wie ein Irrer aus dem Haus. Ich weiß nicht, ob ich das noch sehr viel länger hätte ertragen können. Aber die ganze Zeit über hatte ich so ein Gefühl, dass irgendwas dabei komisch war. Irgendwas wirkte falsch an diesem ganzen Herumstreiten, als ob es bloß eine Vorstellung für mich wäre. Ich konnte mit keinem darüber sprechen. Ich war 9 Jahre lang mit ihnen zusammen gewesen. Ich sagte Mr. Trace, dass ich allmählich in Rente gehen wollte und bin nach Brighton gezogen. Hatten Sie später mit Emily Simpson noch Kontakt, nachdem Sie fort waren? Sie war in Badger's Drift meine allerbeste Freundin und wir haben uns immer noch geschrieben, aber ich habe ihr nie etwas gesagt. Und dann, als ich hörte, dass sie tot war, hatte ich so ein komisches Gefühl. Aber wie konnte ich es wissen? Und überhaupt, wie konnte ich die beiden verraten? Ich habe sie doch geliebt, verstehen Sie? Vollkommen egal, was sie getan hatten, ich habe sie geliebt. Michael und Catherine Lacey. Emily Simpson muss die beiden im Wald gesehen haben. Das hat sie so erschreckt, dass sie erst bei der Telefonseelsorge angerufen hat. Und dann die Nummer in Brighton gesucht hat. Lucy Beringer wusste, dass Mary Sharp an die Südküste gezogen ist. Und ich habe 2 und 2 zusammengezählt. Ich fahre. Aber wer von den beiden war es nun? Ich meine, Michael Lacey war zu Hause und Catherine Lacey hatte den Hund. Es war Catherine Lacey. Es funktionierte ganz einfach. Sie musste nur den Hund ihrem Bruder übergeben. Sie wissen doch, was Judy Lasseter erwähnt hat. Sie hat sich mit Michael Lacey durch die Tür unterhalten. Wieso lässt er sie vor der Tür stehen? Weil sie sonst ja den Hund sehen würde. Und sämtliche Liebesmühe wäre vergebens. Catherine sollte freie Bahn haben, Henrys Frau zu werden. Das Vermögen. Und noch eine Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch bei ihm schon angefangen haben. Langsames Vergiften oder sowas. Erschießen, erstechen, Genick brechen, vergiften. Schrecken die zwei denn vor gar nichts zurück? Sie ist weg. Wie meinen Sie das weg? Was ist passiert? Das weiß ich ja auch nicht. Catherine war eben noch oben, dann war Michael plötzlich da und nun sind sie beide weg. Mary Sharp. Oh, diese dumme Frau. Sie hat ihn angerufen. Wer hat wen angerufen? Was ist hier los? Holly Cottage? Ja. Nein. Nein, wir werden nicht mehr rechtzeitig kommen. Wo haben Sie es gefunden? Catherine Lacey hat es oben versteckt. Als wir ihren Bruder verhaftet haben, hat er ihr noch zugerufen, du bist im Bilde. Und er machte so. Natürlich hat sie das verstanden. Damit meinte er, sie sollte das Bild verstecken, weil es ihn vermutlich verraten hätte. Es ist sehr ausdrucksstark, auf seine eigene besondere Art sogar brillant. Er hatte Talent. Aber auch so abartig. Ich hätte es fast erraten, als wir hier waren. Die 3 Schlafzimmer, aber nur 1 Bett war benutzt worden. Sie haben es geschafft, mich an der Nase herumzuführen. Wann? Als wir den Streit zwischen den beiden gehört haben. Man hatte wirklich das Gefühl, dass sie einander hassten, nicht wahr? Und sie konnten es ja nicht für uns inszeniert haben, weil sie ja nicht wussten, dass wir hier waren. Es war aber so, dass sie es wussten. Sie haben uns im Spiegel gesehen und dann eine Show abgezogen. Arme Emily. Und arme Annabella. Wer war sie? Das erfahren wir wohl nie. Kopfkino bei Hör mal zu. Danke für dein Like. Das ist deine Unterstützung für kostenloses, werbefreies Programm 365 Tage im Jahr. Thank you.